Sie bauen tödliche Waffen. Bomben, die auch deutsche Soldaten am Hindukusch töten sollen. Diese Bilder sind einzigartig, denn sie wurden dort gedreht, wo die Deutschen in der internationalen Truppe die Verantwortung haben. An der neuen Front nahe Kunduz im Norden Afghanistans. Und die, die die Bomben bauen, sind Taliban und Mudschahedin. Der Film hat den Reporter fast das Leben gekostet. Der afghanische Journalist Najibullah Quraishi lebt in London. Um eine Geschichte über seine geheimnisvolle Heimat am Hindukusch zu filmen, kehrte er im vergangenen Herbst nach Afghanistan zurück. Im Norden bot ihm ein Mann an, einen Kontakt zu Taliban und Mudschahedin herzustellen. Zu dieser Welt der Extremisten haben Journalisten sonst keinen Zugang. Eine einmalige Chance. Najibullah wartet an einem versteckten Platz in den Bergen. Zwei Boten der Taliban tauchen auf. Sie lotsen den Journalisten in ein kleines Dorf in der Provinz Bachlan. Zahlreiche Aufständische haben sich hier eingenistet. Zwei ihrer Anführer erlauben ihm, die Kämpfer in den Nordprovinzen ein paar Tage mit der Kamera zu begleiten. Einer der militärischen Führer ist Kala Kup. Ich kann nicht genau sagen, wie viele Männer ich unter meinem Kommando habe. Es mögen im Norden etwa 3.000 bis 4.000 Kämpfer sein. Und wie viele Kampfgruppen hast du? Wie viele Kämpfer in jeder Gruppe? Die Hauptgruppe steht in der Provinz Bachlan. Insgesamt sind im Norden etwa 30 bis 35 Gruppen. Die Hauptgruppe hier ist etwa 140 bis 150 Mann stark. Die Männer fürchten die ausländischen Truppen nicht. Sie wirken vollkommen sorglos, selbst in der weiten, übersichtlichen Ebene. Dies ist Taliban-Land. Angeblich haben sich auch Männer aus Usbekistan, Tadschikistan, dem Jemen und aus Saudi-Arabien den Afghanen angeschlossen. Najibullah trifft einen arabisch sprechenden Taliban, der ihm seine Gründe nennt. Wir haben die Pflicht, die Amerikaner, die Ungläubigen und den Westen zu vertreiben, um den Islam zu schützen. Und wie lange wollt ihr kämpfen? Wir werden bis zu unserem Tod kämpfen. Oder bis Amerika, Europa und die Ungläubigen vertrieben sind und der Islam von ihren Lastern befreit ist. Ich werde so lange meine Waffe tragen, wie die Amerikaner hier sind. Sie wird auf meiner Schulter bleiben, bis die Ungläubigen gegangen sind. Wenn sie weg sind, werde ich die Waffe niederlegen. Solange sie da sind, kann ich sie nicht aus der Hand legen. Nur ein paar Kilometer vom Dorf entfernt. Die Straße zwischen Kabul und Kunduz. Sie ist die Lebensader der westlichen Soldaten. Hier rollt der Nachschub für die Alliierten. Das wollen die Taliban ändern. Die islamischen Extremisten bereiten sich auf einen Angriff vor. Sie bauen Bomben, nach Anleitung. Deren Ziel? Die Konvois der internationalen Truppen. Wenn du diese Kabel verbindest, darfst du die Seite nicht berühren. Du nimmst das lange Ende, wickelst es hier rum, dann um die andere Seite und dann zieh es hier raus. Sei damit vorsichtig. Das ist ein hauchdünnes Teil, zerbrich es nicht. Wenn wir auch draufgehen, mach dir keine Gedanken. Wenn Allah es will, sind wir morgen schon Märtyrer. Morgen oder übermorgen sind wir Märtyrer. Irgendwann in den nächsten Tagen. Was willst du mehr? Von allen Opfern der internationalen Truppen im vergangenen Jahr wurde mehr als die Hälfte durch Bomben getötet, wie diese Männer sie bauen. Bomben, die am Straßenrand versteckt werden.
Was ist das? Ein zerstörter Panzer. Von wem? Amerikaner. Habt ihr ihn gesprengt? Ja, da hinten, aber die Leute brachten ihn hierher. Einige der Männer sind Taliban, aber die meisten gehören zu einer Gruppe, die sich Partei des Islam nennt. Ihr werden enge Kontakte zu Al-Qaida nachgesagt. In den Bergen Pakistans hält sich ein Mann verborgen, der diese Männer steuert. Gulbuddin Hekmatyar. Washington hat ihn als Terroristen eingestuft. Wie viele Panzer habt ihr insgesamt zerstört? Bei diesem Anschlag 7. Behaupten sie. Doch Najibullah findet nur dieses eine Wrack. Kriegspropaganda eben, da übertreibt man gern, zum eigenen Ruhm. In den letzten 9 Jahren waren die Taliban vor allem im Süden, in den Provinzen Helmand und Kandahar, aktiv. Nun werden sie im Norden aktiver, in den Provinzen Baglan und Kunduz. Dort sind über 4000 deutsche Soldaten im Einsatz. Wenn nicht gekämpft wird, steht der Koran im Mittelpunkt. 5-mal am Tag wird gebetet und ansonsten die Schrift des Islam studiert. Dafür sorgt der Chefideologe der Aufständischen, Arif. Wer sich nicht daran hält, bekommt es schnell zu spüren. Kommandeur Kala Kupp fühlt sich nicht nur im Kampf für seine Männer verantwortlich. Manchmal kocht er auch mit ihnen und für sie. Für ihn als Mann vom Lande so etwas wie eine Ehrensache. Das ist Sali. Was ist Sali? Eisspelzen. Was machst du damit? Wir wässern sie und dann kochen wir sie. Und wenn sie gar sind, legen wir sie zum Trocknen in die Sonne. Ich bin ein Sohn dieses Landes. Ich kenne jede Art von Arbeit. Letzte Nacht hattest du eine Waffe in deiner Hand. Was kannst du besser? Seit die Amerikaner da sind, koche ich nicht so oft. Ich habe jetzt mehr Interesse an Raketen und am Kampf. Bei einer anderen Gelegenheit lernt Najibullah noch eine ganz andere Seite des Kommandeurs kennen. Hast du je ausländische Geiseln genommen? Ja, 2 oder 3. Wir haben sie umgebracht. Wir haben gefordert, dass sie das islamische Bekenntnis sprechen. Sie haben es nicht getan, da haben wir sie getötet. Es waren Ungläubige, wir haben sie enthauptet. Ob das stimmt, kann der afghanische Journalist nicht überprüfen. Vielleicht will sich Kala Kupp ein wenig aufspielen, wie viele seiner Kämpfer. Jedenfalls gehört Propaganda zu jedem Krieg. Am Dorfrand bereiten sich die einzelnen Gruppen auf ihren Einsatz vor. Jeder auf seine Art. Der eine so. Und der andere so. Von dieser Seite viel. Das reicht. Nicht mehr. Genug. Einige kennen nichts anderes als Krieg. Auch ihr Chefideologe Arif leistete schon in den 80er Jahren erfolgreich Widerstand. Das ist von der russischen Invasion übrig. Wir haben Russland in 25 Teile zerschlagen. Jetzt ist Amerika hier. Und so Gott will, werden wir es in 54 Teile zersprengen. Wer ist stärker, Russen oder Amerikaner? Die Russen. Aber sie wurden geschlagen, obwohl sie gut vorbereitet und sehr stark waren. Als sie sich mit uns Muslims anlegten, wurden sie vernichtet. Er ist der Chefstratege der Aufständischen in Nordafghanistan. Er plant die Anschläge. Kommandeur Mirweis. Früher importierte er Autos aus Europa, wurde Millionär. Jetzt sieht er andere Aufgaben für sich. Der Heilige Krieg ist die Pflicht aller Afghanen, weil ausländische und ungläubige Länder uns angegriffen haben. Sie wollen unseren Glauben und unsere Werte vernichten. Sie wollen unserem Land eine schlechte Demokratie aufzwingen. Die Aufständischen behaupten, über 1000 Dörfer zu kontrollieren. Der Regierung habe man die Macht nur in den größeren Städten gelassen. Wir haben die Städte und Basare nur deshalb nicht eingenommen, weil bei Kämpfen viele Zivilisten und viele unserer Leute starben würden.
Aber das ganze Umland kontrollieren wir. Es sieht tatsächlich so aus, als hätte jedes Dorf seine eigene Kampfgruppe. Jeder zahlt an die Aufständischen. Eine Zwangsabgabe? Jedenfalls hat der Reporter den Eindruck, als würde die Bevölkerung hier mit den Taliban sympathisieren. Wer waren die bewaffneten Männer? Das waren Taliban. Sie sind gut zu uns. Die Regierung behandelt uns dagegen schlecht. Warum sind sie gut? Sie sind gut, weil sie uns nicht misshandeln und unterdrücken. Was sonst soll er sagen, wenn die Taliban daneben stehen? Selbst die Kinder plappern einfach nach, was ihnen eingeflüstert wird. Wir wollen den heiligen Krieg. Krieg gegen wen? Die Ungläubigen, die Amerikaner. Du willst kämpfen? Du willst kämpfen? Wir wollen die Amerikaner aus unserem Land vertreiben. Was willst du? Ich will den heiligen Krieg. Minibusse voller Kämpfer sind unterwegs. Kommandeur Mirweis hat sie zusammengetrommelt. Die nächste Operation soll besprochen werden. Nicht im Dorf, dort könnte ein Verräter sitzen. Es geht an einen geheimen Ort, 10 Kilometer weit ins unwirtliche Gelände. Bei der Besprechung werden die Aufgaben und Waffen an die Gruppen verteilt. Habt ihr das gerade bekommen? Was? Die Munition. Hat uns gerade jemand geschickt. Einer aus dem Dorf? Ja, einer hilft uns immer. Das sind Sprengköpfe. Wer hilft euch? Die meisten helfen uns. Im Moment kommt die meiste Unterstützung von den einfachen Leuten. Es ist soweit. Chefstratege Mirweis hat dem Journalisten Najibullah angeboten, dabei zu sein. Der hat zugesagt, ohne zu wissen, was genau geplant ist. Nun erfährt er, dass die Nachschublinie der Deutschen zwischen Bahlan und Kunduz das Ziel ist. Ein Zurück gibt es für ihn nicht und er kann auch nichts dagegen tun. Auf Schleichwegen pirscht sich die Gruppe um Kalakup an ihr Ziel, mit 2 Bomben. Nie ist es derselbe Weg. Immer wieder attackieren die Mudschahedin die Fernstraße. Die Ungläubigen sollen sich nicht mehr aus ihren Camps trauen, sagt Oberkommandeur Mirweis. Wir platzieren die Bomben neben der Hauptstraße und zünden sie mit einer Fernbedienung. Dann greifen die Mudschahedin aus ihren Verstecken an. Die wichtigsten Leute der Kampfgruppen sind, neben den Anführern, die Bombenbauer. Meine Aufgabe in der Truppe ist die technische Sache. Das ist mein Job. Was genau tust du? Na, zum Beispiel programmiere ich den Fernzünder. Und was genau heißt das? Was ich mache, ist so gut, dass selbst amerikanische Hightech überfordert ist. Sie verstehen nichts davon. Das ist zu hoch für sie. So ist das. Wir schicken sie zur Hölle. Für ihn ist der Krieg nicht auf Afghanistan begrenzt. Amerika hat diesen Krieg nach Afghanistan getragen, um Europa und Amerika sicher zu machen. Aber wenn wir Afghanistan zurückerobert haben, knöpfen wir uns den Nahen Osten und Europa vor. Sie fühlen sich offensichtlich sicher in dieser Gegend, den Truppen weit überlegen. Auf ihrem Weg in den Kampf nehmen sie sich sogar die Zeit, in einem Laden vorbeizuschauen, nur wenige 100 Meter von der Hauptstraße entfernt. Kommen die Mudschahedin jeden Tag her? Sie kaufen jeden Tag ein. Bezahlen sie? Ja, tun sie. Weißt du, wo sie herkommen? Nein, ich kenne sie nicht wirklich. Wie viel hat der Kuchen gekostet? 5 Rupien.
Wenn du in den Krieg ziehst, was machst du, wenn du nichts zu essen hast? Nichts. Irgendwie sorgt Gott schon für Essen. Gott oder die Waffe in seiner Hand. Denn Najibullah konnte nicht sehen, dass sie ihren Kuchen wirklich bezahlt haben. Das Bombenkommando hat sein Versteck erreicht. Eine Tankstelle an der Straße nach Kunduz. Im Schutz der Dunkelheit wollen die Taliban ihre tödlichen Sprengfallen an der Straße platzieren. Wie viel Uhr ist es? Ungefähr 2. Wir brauchen eine Stunde, um die Bomben zu legen. Danach warten wir auf Autos der Feinde. Wir machen die Zünder scharf und warten, bis die Autos hochgejagt sind. Im Morgengrauen beginnt die quälende Zeit des Wartens. Bald wird die Straße zum Leben erwachen. Späher lauern draußen. Über Handy lösen sie den Alarm aus. Schnell, schnell, da ist ein amerikanischer Panzer auf der Straße. Kommandeur Kalakup und seine Truppen haben es nicht besonders eilig. Sie glauben noch viel Zeit zu haben. Ein Trugschluss. Denn noch bevor sie ankommen, die Erkenntnis, der Panzer ist weg. Über Handy machen sie den Spähern Vorwürfe. Er ist schon weg. Was für Freunde seid ihr? Wie konntet ihr ihn entkommen lassen? Wir waren draußen, sobald ein Anruf kam. Aber er war schon vorbei. Oh nein, Mist. Haben sie euch gesehen, Männer? Denke schon. Denkst du etwa nicht? Ist doch eine offene Straße. Sag schon, wie konnten sie entkommen? Hör ihm zu. Wir sind durch die Felder gerannt. Mann, oh Mann. Hey, du Idiot. Du hättest uns sagen müssen, dass sie schon da sind. Du Idiot hast gesagt, sie fahren los. Woher sollte ich das wissen? Mir wurde auch nur gesagt, er fährt los. Genau so machst du alles falsch. Du hättest sagen müssen, kommt auf die Straße, der Panzer ist da. Wenn du das gesagt hättest, hätten wir ihn gehabt. So haben wir erst geguckt, ob Begleitfahrzeuge dabei sind. Sie beschimpfen sich gegenseitig. Schließlich geben sie dem Nebel die Schuld. Das Warten in der Kälte geht weiter. Kommandeur Kalakup ist frustriert. Mein Gott, ich hab doch gesagt, lass uns früher rausgehen. Wenn wir 5 Minuten eher gegangen wären, wäre der Job erledigt gewesen. Das Warten zehrt an den Nerven. Mann, meine Füße sind total eingeschlafen. Und auch Arif wird immer gereizter. Wieder ein Anruf von der Basis. Was ist passiert? Ihr bringt uns hier um in der Kälte. Und kein einziges Fahrzeug kommt. Du hast zu spät angerufen. Als wir rauskamen, war der Panzer schon weg. Du hast gesagt, er ist bei der Fabrik und wir waren richtig heiß drauf. Das weiß ich doch nicht. Der Späher hatte mir gesagt, dass er gerade abgefahren ist. Du solltest ein bisschen ausgeschlafen sein. Wir waren hellwach, wir waren auf den Beinen. Es war neblig und als du sagtest, er sei noch bei der Fabrik, dachten wir, es sei leicht zu schaffen. Ist gut, ist vorbei. Wir müssen jetzt wachsam sein. Der Späher ist sehr gut. Und wenn der uns anruft, dann heißt das, sie sind da. Und ihr solltet euren Hintern schnell zur Straße bewegen. Mein Freund, du hängst da ganz bequem in deinem Kissen. Wir sind hier draußen, wie auf dem Präsentierteller. Was also sollen wir tun? Mitten in das Gespräch platzt ein neuer Alarm. Wieder ein amerikanisches Militärfahrzeug und ein Polizeijeep. Ein Kämpfer drückt den Auslöser, will die Bombe zünden. Nichts passiert. Die beiden Kämpfer haben die Fernbedienungen für die Sprengsätze vertauscht. Ratlosigkeit. Keine Panik, hörst du? Ist es D auf dieser Fernbedienung? Nein, welches ist denn D? D? Ja, D. Für D musst du 5-mal die Taste drücken, wie bei mir auch. Was? Ich weiß nichts von 5-mal. Aber bei mir soll auch D der Auslöser sein. Hast du denn sicher 4-mal gedrückt vorher? Ja, ja. Dann geht's auch. Nein, du hast jedes Mal 20 Sekunden lang gedrückt. Es sind aber keine 20 Sekunden. Egal jetzt, mach sie scharf. Die einzigen Ziele sind der Panzer und der Polizeijeep. Der verdammte Polizeiwagen macht mir Sorgen. Der wird hart zurückschlagen, wenn du den Panzer hochjagst. Egal. Nimm den Panzer oder den Jeep. Zu lange diskutiert. Die Ziele sind im Nebel verschwunden. Doch es kommt noch ein Polizeiwagen direkt dahinter.
Nimm die Panzerfaust. Geh in Stellung. Los, nimm deine Stellung ein. Los, los, los! Ausgerechnet in diesem Moment tauchen Frauen mit Kindern am Straßenrand auf, geraten in die Schusslinie. Sie sollen verschwinden, doch die Frauen begreifen nicht, sind verwirrt. Unterdessen zieht im Hintergrund der Konvoi unbehelligt vorbei. Die Granate wird viel zu spät abgefeuert, verfehlt ihr Ziel. Alles geht schief an diesem Morgen. Jetzt liegen die Nerven blank. Wir haben es vermasselt. Er ist weg. Wenn irgendeiner dir zutraut, eine Bombe zu bauen, ist er ein Narr. Besser, wenn vier Jungs mit Panzerfäusten 20 Meter von der Straße sitzen und feuern. Scheiß auf die Minen. Minen sind nutzlos. Wir drücken den Knopf und nichts passiert. Komm, lass gut sein. Ein anderer will dem Bombenbauer den schwarzen Peter zuschieben. Im Namen Allahs, warum sagst du, ich hätte die Fernbedienung kaputt gemacht? Du hast sie gebaut. Ich drücke und nichts tut sich. Siehst du? Und du sagst, sie funktioniert nicht. Ist sie gerade explodiert? Die ganze Aktion ein einziger Fehlschlag. Doch es wird ein Morgen oder ein Übermorgen geben. Mit neuen Bomben, mit neuen Anschlägen. Rapport beim Anführer. Die Männer erzählen das, was Mirwais hören will. Eine Erfolgsstory. Mirwais wiederum erzählt dann Najibullah die kleine Lügengeschichte. Als du mit ihnen unterwegs warst, haben sie eine Bombe gelegt. Doch sie verpassten das Fahrzeug, weil der Zünder nicht funktionierte. Aber dann haben sie mit der Panzerfaust angegriffen. Vier oder fünf Feinde wurden getötet und das Auto zerstört. Das stimmt zwar nicht, aber so haben die Männer ihr Versagen gut vertuscht. Der Kommandant nimmt ihnen die verzerrte Darstellung ab, gibt seinen Leuten einen Tag frei. Viele gehen in die Berge, baden in den Gebirgsbächen, trotz der eisigen Temperaturen des afghanischen Winters. Abwechslung vor dem nächsten Einsatz. Freude, dass sie bei Mirwais glimpflich davongekommen sind. Die Macht der Regierung in Kabul stößt auf dem Land an ihre Grenzen. Demokratie, das Gesetz, sie konnte es bislang nicht durchsetzen. Vor allem in ländlichen Gegenden Afghanistans fasst die Scharia, das islamische Gesetz, wieder stärker Fuß. Durchgesetzt von den Aufständischen. Dazu gehören auch behelfsmäßige Gefängnisse zwischen Kunduz und Bachlan. Die Mudschahedin halten zwei Männer gefangen, praktisch unter den Augen der internationalen Truppen. Es geht um Diebstahl und Drogen. Da aber stecken die Islamisten um Mirwais ein wenig in der Klemme. Denn auch sie finanzieren ihre Aktionen zum Teil mit Gewinnen aus dem Drogenhandel. Wenn sie Verbrecher sind, werden wir sie zur Rechenschaft ziehen. Wir haben eine lokale Regierung und ein Gericht hier. Wer ist die Regierung? Die Taliban. Was werden sie mit dir machen? Wie soll ich das wissen? Was glaubst du, wie lange musst du hier bleiben? Wann kannst du gehen? Wo soll ich denn hingehen? Hier sind doch rundherum Mudschahedin. Ich warte ab. Die bleiben hier, bis der Fall geklärt ist und sie bestraft sind. Nicht weit entfernt heftige Diskussionen. Sechs Männer bilden ein Scharia-Gericht. Der Angeklagte bekommt Gelegenheit, seinen Fall zu schildern. Dann wird er weggesperrt, ist dem Urteil der Männer aus den Reihen der Aufständischen ausgeliefert. Es ist ein Scharia-Urteil und das sieht auch die Höchststrafe vor. Enthauptung.
Am nächsten Tag wird es sehr gefährlich für den Reporter. Zwei Männer aus Pakistan sind ins Dorf gekommen. Al-Qaida-Leute, erfährt der Journalist. Sie verdächtigen ihn, ein Spion zu sein. Ein Gericht soll tagen und entscheiden. Bei schuldig droht ihm, enthauptet zu werden. Doch Najibullah hat eine Chance. Das afghanische Gastrecht zwingt Kommandeur Mirwais, den Mann zu schützen, den er in sein Haus eingeladen hat. Der Kommandeur schickt den Journalisten fort, noch bevor das Gericht zusammentritt. Zu seiner eigenen Sicherheit soll er nie zurückkehren. Die Gruppen von Mirwais sind zu einer unberechenbaren Bedrohung geworden. Sie haben sich zu einem Netzwerk verbunden, das die Nordprovinzen Bachlan und Kunduz destabilisiert, sagt Gouverneur Atta Hamed Noor. Ich habe hochrangige Offiziere in Kabul gewarnt. Ich habe die ISAF und die ausländischen Truppen und die Verantwortlichen hier gewarnt. Schon vor 3 Jahren. Ich habe gesagt, dass sich die Opposition formiert. In Kunduz und in Bachlan. Die Anschläge im Norden häufen sich, doch die Polizei verkündet im Fernsehen lieber ihre Erfolge. Polizisten posieren neben getöteten Mudschahidin, deren Hinterhalt fehlgeschlagen war. Nur ein paar Tage später liegen einige derselben Polizisten am Boden, getötet von Aufständischen. Drei Tage nachdem er weggeschickt wurde, kehrt der Journalist Najibullah zur Fernstraße Kabul-Kunduz zurück. Er geht genau zu der Stelle, an der er den gescheiterten Anschlag der Gruppe um Kalakub und Arif miterlebte. An derselben Stelle, an dem die Gruppe im Morgengrauen lauerte, trifft er sich mit einem Polizeioberst und seinen Leuten. Der ahnt nicht, dass Najibullah die letzten Tage bei den Taliban und Mudschahedin verbracht hat. Hier ist alles fein, keine Probleme. Die Leute sagen, dass die Straßen alles andere als friedlich sind. Naja, es gab ein paar Störungen. Da sind ein paar Taliban aus dem Süden nach Bachlan gekommen. Wir haben ein paar Probleme verursacht. Aber hier an der Hauptstraße ist alles fein. Es gibt nicht wirklich Probleme. Gab es irgendwelche Anschläge in der Gegend? Hin und wieder. Vor einem Monat gab es eine Operation der Aufständischen. Aber jetzt ist alles in Ordnung. Einen halben Kilometer weiter sagt der Chef der nächsten Polizeipatrouille nichts anderes. Im Moment ist die Lage ganz normal. Keine Vorfälle, keine Probleme, keine Kämpfe. Die Leute hier kommen und gehen, wie Sie selbst sehen. Es gibt Gerüchte, dass Sie nach 3 oder 4 Uhr nachmittags keine Kontrolle mehr haben über die Straße. Stimmt das? Es ist jetzt 3:30. Es ist ein Gerücht. Eine Lüge. Sie meinen, Ihre Feinde schaffen es nicht zur Straße? Nein, bei Allah, das können sie nicht. Die Polizei schützt die Leute Tag und Nacht. Nur 2 Wochen nach diesem Interview überrennen Gruppen von Kommandant Mirwais einen Polizeiposten an der Fernstraße zwischen Bachlan und Kunduz. 8 Polizisten werden getötet.